Ja, hallöchen und herzlich willkommen zurück zu diesem kleinen neuen Ründchen Rising World. Ihr werdet gleich am Anfang vielleicht feststellen, ich weiß nicht, ob man das dann hört, ich hoffe, man hört es nicht, ich werde das wahrscheinlich ein bisschen rumschneiden und so, dass man mich doppelt hört. Das hat folgenden Grund. Meine Stimme wurde bei diesen nächsten drei Folgen, die ich jetzt aufnehme, nicht mit aufgenommen. Da ich aber den Spielsound nicht rausschneiden wollte, da er doch recht eindrucksvoll ist, dachte ich mir, ja gut, dann machen wir es halt so und du schulst nochmal nachsprechen. Dann werde ich einfach die Stimme, die ich gemacht habe, nochmal nachsprechen. Und da hört man im Hintergrund übrigens gerade die Glocken. Und da bleibt der Spielsound ein bisschen leiser als normal, dann erhalten. Also wenn ihr eventuell im Hintergrund ein kleines leises, Alter, diese Glocken, wenn ihr im Hintergrund also eventuell ein kleines leises Gelaber hören solltet, dann bin ich das in der früheren Aufnahme, wo mein Stimmsound nur ganz minimal aufgenommen wurde. Ja, und dann würde ich sagen, legen wir mal los, oder? Ich frage mich nur gerade, irgendwie an dieser Einstelle hier tut sich das Spiel mal aufhängen. Also auf Deutsch tue ich das mir gerade im Windows Media Player anschauen und tue einfach drüber sprechen. So mache ich das. Ich habe gerade versucht, mit Webcam das mal aufzunehmen. Meine Webcam scheint wieder funktionieren, aber ich werde es zukünftig unterlassen, Spiele wie Minecraft oder dieses Spiel mit Webcam aufzunehmen, da es zu sehr an der Qualität des Spiels zerrt. Ich habe es bei Minecraft probiert. Die Folge sollte innerhalb der nächsten Woche jetzt rauskommen. Das habe ich aber gleich wieder abgebrochen nach 20 Minuten, weil das ging einfach gar nicht. Das hat einfach keinen Spaß gemacht. Das bringt nichts. Ja, das Problem an der Sache ist ja beim letzten Mal gewesen, wir haben den Schinken verkommen lassen und deswegen habe ich jetzt gedacht, okay, dann probiere ich den Schinken mal. Ja, und es funktioniert, man bekommt Essen dazu. Diese Glocken, Alter, das kann ja gar nicht sein. Ich hoffe, man hört das nicht zu laut. Man bekommt Essen dazu, Problem ist, man verliert sehr schnell Durst und deswegen habe ich dann im Endeffekt noch schnell eine Melone hinterher gefrühstückt. Es ist übrigens sehr entspannt, immer sowas mal nachzusprechen, weil man sitzt eigentlich da, tut nichts, kann sich direkt auf das konzentrieren, was man da macht und ist sehr praktisch. Ja, wir wollten natürlich jetzt ein bisschen Holz abfällen, damit wir das Häuschen weiter bauen können, deswegen klüpse ich hier mal eiskalt auf den Baum und nehme auch mal den kleinen Baumstamm hier mit, denn jedes Holz ist wichtig und wenn diese Glocken nicht gleich aufhören da draußen, ich raste aus. Ich habe extra das Fenster aufgemacht, damit es ein bisschen frischer hier drin ist. Und nein, natürlich muss in dem Moment jetzt die Glocke losgehen, weil es 12 Uhr ist. Oh, Mann, ey. Ja, es tut mir sehr leid für alle, die das jetzt hören sollten. Geht gleich vorbei. Ja, dann sammeln wir hier mal den ganzen Crabble auf. Es rollt da runter. Komm her. Da. So. Hallo. So. Okay. Ja, wir müssen auf jeden Fall uns wieder ein paar Melonen dann zusammensuchen, weil es wird natürlich jetzt, wo wir den ganzen Schinken aus Versehen verballert haben, sehr knapp. Ich hoffe sehr, dass die Schweine und sowas, dass die nachspawnen. Und auch Melonen. Ich hoffe sehr, dass die nachspawnen, weil das ja mal brauchen auf jeden Fall. Sonst wird es hier sehr knapp, sehr bald sehr knapp mit der Nahrung. Und wir müssten weiter fortkommen, um weiter Nahrung zu finden. Ich fände natürlich auch schön, wenn man Pflanzen eventuell anpflanzen könnte. Melonen, das kurz später irgendwann sicher noch kommen. Das sieht gerade so ein bisschen aus wie ein schwebendes Haus oder so. Ja, eine Option, wenn man sich so. Aber sieht, glaube ich, in der. Momentan sieht das, glaube ich, noch ein bisschen klotzig aus. Wenn man jetzt hier so anfängt, schwebende Häuser zu bauen. Das sähe, glaube ich, seltsam aus. Ja. In der momentanen Version gibt es leider noch keine Feinde oder so. Das soll aber kommen. Ich habe es gelesen. Ich weiß gar nicht, ob ich das in der Voraufnahme erwähnt habe. Nee, habe ich nicht, genau. Ich hatte. Kurz vor der Aufnahme hatte ich nochmal mit den Entwicklern des Spiels gesprochen, also geschrieben. Und hatte mich um die Monetarisation gekümmert. Und ja, da habe ich dann auch im Forum gelesen, dass im nächsten Update wahrscheinlich dann Monster dazukommen sollen. Und eine Menge neue Dinge. Und ich hoffe sehr, dass bald, sehr bald, das Eisen und sowas hinzugefügt wird. Weil es ist doch schon ein bisschen langweilig mit den ganzen Eisen, was man so einfach sich so machen kann. Ich glaube auch, wenn das Eisen hinzugefügt wird, dass wir uns einfach mal die Mühe machen, dann Schwert und sowas wegzuschmeißen und dann einfach das Eisen wirklich zu suchen für die Waffen. Weil das macht ja dann ein bisschen mehr Spaß. Also wenn wir das alles schon haben, das ist ja langweilig. Ich glaube, dann werde ich die Axt und das Schwert einmal wegwerfen, irgendeinen Hügel oder so. Ich hoffe, die spawnt irgendwann. Wenn es nicht die spawnt, dann kann man es sich eigentlich in die Kiste legen, so als Mahnmal für die ersten Folgen. Ich weiß ja auch noch nicht mal, das kann ich ja gar nicht sagen, ich weiß ja noch nicht mal, ob dieser Spielstand, den wir hier spielen, ob der übernommen wird. Und zudem weiß ich auch nicht, weil es wurde ja angekündigt, es sollen neue Biome hinzugefügt werden. Also es soll Wüsten geben, es soll Eisgegenden geben und es soll verschiedene Waldgegenden geben. Ich bin mir ja noch gar nicht sicher genau, ob
eventuell die, wie heißt es? Diese Welt dann hier überlebt oder ob wir diese Welt dann reinbekommen. Ich hoffe es sehr. Ich hoffe, die Entwickler denken einfach daran, dass man das gerne, wenn man von Anfang an spielt, dass man das von Anfang an so haben möchte. Ich würde es gerne haben. Ich muss sagen, ich habe damals immer bei Minecraft den Gregor Onk sehr bewundert dafür, dass er von Anfang an eine Welt hatte und dass diese Welt dann auch zerpflückt wurde bei Updates und dass sie alles mitgemacht hat, die Welt. Und das habe ich gefeiert. Und ganz ehrlich, ich fände es cool, wenn dasselbe hier passiert, dass man so von Anfang an eine Welt hat, die dann nicht unbedingt zerpflückt wird, aber die von Anfang an mit dabei ist, wo man die ganzen alten Dinge noch sieht und dann tun sich ringsherum langsam die neuen Biome spawnen. Das hat was. Das hat echt was Geiles. Und fände ich schon cool, wenn die Entwickler das mitbedenken, dass man das sich dann vielleicht als Spieler da ein bisschen reinversetzt und sich denkt, hey, cool, ich habe eine Welt, die ist von vor 3 Jahren oder so. Ich denke nicht, dass dieses Let's Play hier 3 Jahre lang gehen wird. Das bestimmt nicht. Wir haben ja das Minecraft-Let's Play noch nebenan, das ich ja als Endless-Let's Play weiterführen will. Und 2 Endless-Let's Plays, ich glaube, das wird ein bisschen langweilig. Vor allem, da es im Endeffekt ja dasselbe ist. Man kann hier sicher ein paar Folgen machen, wenn es gute Updates, wenn gute Updates kommen sollten, wenn das Spiel sich gut weiterentwickeln sollte, dann kann man sicherlich auch hier viel mehr, viel noch machen und so und tun und wollen und Dingensen. Und da kommen sicher auch noch ein paar Folgen zusammen. Aber ansonsten muss man mal schauen, dass da, und da wisst ihr Bescheid, weil sonst passiert. Und wenn das ist, dann, ja, dann habt ihr und dann ihr wisst schon Bescheid. Ja, so kommentiere ich übrigens immer, das ist sehr schön. dann machen wir hier mal weiter. Und ich denke, das hier wird auch so ein kleines Schwafel-Let's Play. Und deswegen gleich mal so, ich habe heute gelesen in der Zeitung, dass heute, komme ich jetzt noch drauf? Elfen of the Seas soll ja heute in Deutschland ausstechen. Das größte Kreuzfahrtschiff, was in Deutschland jemals gebaut wurde, sah echt beeindruckend aus. Das ist nur mal so am Rand, habe ich gerade in der Zeitung gelesen. Also, wer sich für sowas interessiert, ruhig mal nachschauen. Das Schiff sah schon echt schnieke aus. Ich glaube, Petersburg hieß die Stadt, wo es ausläuft. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Petersburg erinnert mich irgendwie an so eine russische Stadt. Ich glaube, es wie hieß das? St. Petersburg? Hieß das St. Petersburg? Warum ist an meinem Rucksack der... Mein Rucksack ist dreckig. Ich frage mich gerade, wieso. Egal. Ich entdecke so Dinge in der Aufnahme. Das ist... Ja, wenn man halt nicht spielt, wenn man nicht auf den PC guckt, sondern wenn man einfach direkt schwafelt, das ist was ganz anderes irgendwie. Und man wird auch schneller müde, muss man sagen. Wenn man Aufnahmen nachspricht, man glaubt gar nicht, wie schnell man müde wird dabei. Weil man tut halt nichts. Man redet und redet und redet und natürlich erschöpft das. Und ich muss danach auch gleich noch eine nächste Aufnahme machen und ich werde danach noch eine nächste Aufnahme machen. Es werden wahrscheinlich bald noch ein paar Spezial-Let's Plays rauskommen. Ich weiß aber noch nicht, ob das auf dem Channel passiert oder ob ich das vielleicht auf Flock Dog mache. Flock Dog. Da bin ich ja momentan, muss ich ja nachher auch noch. Boah, ich habe heute so viel zu tun eigentlich und... So, die Workbench muss man auch mal bald umsetzen. Das macht man in der Aufnahme sogar noch. Nicht in der Aufnahme, aber in den nächsten 3 Folgen wird das sogar noch passieren. Das kann ich euch mal vorspoilern. Boah, vorgespoilert. Jetzt machen wir das mal ein bisschen Holz hier und machen damit irgendwelche Dinge, die ich längst vergessen habe. Das Lustige ist ja, normalerweise... Wenn man sowas gleich mitkriegt am Anfang, der Block ist auch geil, ich habe keine Ahnung, was das sein soll, da kommt bestimmt noch was oder ist das falsch eingefügt worden, bin ich mir noch nicht sicher. Und das ist echt geil, dieses Birkenholz, das werden wir auf jeden Fall noch verwenden. Und die neueren, die anderen hier, die sehen ein bisschen zu neumodisch aus, aber das ist geil. Ausrüstung habe ich mir gleich jetzt gemacht. Einfach schon mal gemacht. Es wird Nacht. Was wollte ich gerade sagen? Ja, also dieses neue Let's Play, was ich da jetzt habe, das ist auch wieder so ein Let's Play. Da habe ich mir ewig Folgen angeguckt dazu und dachte mir, ja, das Spiel ist gar nicht so gut. Und jetzt habe ich es mir im Endeffekt doch gekauft, weil ich es doch geil fand. Und ihr werdet sehen, wie ich da eine Menge rumfehle. Das wird sehr lustig, glaube ich. Das wird sehr, sehr lustig. Ja. Dann wollen wir mal ein Fensterrahmen mit vertikalen Sprossen kann in der Welt platziert werden, um eine Glasscheibe erweitert werden. Ich habe auch rausgefunden in der Aufnahme, dass man diese Dinge wie Fensterrahmen so doch drehen kann. Und zwar ging das, glaube ich, mit den Pfeiltasten, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ich glaube, mit den Pfeiltasten konnte man drehen. Ich weiß es jetzt gerade nicht mehr so. Wir werden es dann nochmal rausfinden. Aber ich glaube, die Pfeiltasten waren fürs Drehen verantwortlich. Ja, ich glaube, das war so. Was ich mich jetzt gerade gefragt habe, ist auch, als ich die Aufnahme gestartet habe, das kann man ja so ein bisschen mal labern hier. Hier hauen wir erstmal ein paar Fenster rein.
Was ich mich in der Aufnahme auch gefragt hatte, war, ich nehme ja jetzt auf, indem ich einfach das Fenster so ein bisschen verkleinert, aufnehme, meine Stimme aufnehme und diese Stimme dann einfach drüber lege über das Spiel, ne? Und bis jetzt habe ich das so gemacht, dass ich Media Player komplett gefilmt habe und das als eine Datei dann nochmal verändert habe. Jetzt im Endeffekt frage ich mich, es ist das letzte Mal, dass ich das gemacht habe, ist bestimmt jetzt schon ein Jahr her oder so. Jetzt frage ich mich im Moment, warum habe ich das so gemacht? Weil die Qualität wird auch mega schlecht vom Media Player. So tue ich jetzt einfach die eine Tonspur über die andere Tonspur legen und freue mich dann, dass ich es gemacht habe. Das ist viel einfacher und simpler eigentlich. Aber man lernt ja auch immer dazu, was sowas angeht. Ja, jetzt haben wir hier die eine Seite erstmal voll gemacht. Wir werden natürlich, das Ziel der Aufnahme ist natürlich, dass wir das Haus erstmal fertig kriegen, dass es hier nicht mal so reinzieht. Das ist ja ein bisschen sehr unangenehm. Und dann, hallo? Was ist denn jetzt los? Ah, ich verstehe. An der Stelle habe ich da Musik angemacht, weil ich vergessen hatte, die Musik anzuschalten. Interessante Dinge erfahre ich hier im Endeffekt. Oh, 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 oh. Witzig. So, da haben wir hier schon mal den nächsten Rahmen. Jetzt habe ich natürlich hier versucht, wieder die Fenster einzufügen, was ich aber dann nicht ging. Genau, ich wollte hier ein größeres Fenster einfügen, damit man ins Tal runterschauen kann. Problem an der Sache ist dann, ich habe gleich mitbekommen, dass das ja mit dem Fenster nicht richtig funktioniert hat. Dann habe ich das alles weggehauen hier komplett. So, warte mal, hab ich die Fenster jetzt eingefügt? Ja, das ging natürlich nicht. Und bla bla bla. Ich weiß gar nicht, bei was ich da mitbekommen habe. Ich glaube, ich will mal nicht spoilern. Und da habe ich dasselbe Problem natürlich gehabt dann. Und da habe ich mich dann entschlossen, da einfach die Wände zuzuzimmern. Klar, es ging natürlich auch nicht. Ja, die Ratlosigkeit. Es sieht aber schon echt geil aus. Erstmal Glas kurz einfügen. Wenn man so da rausguckt aus dem Fenster, es sieht einfach hammerkrass aus, das Game. Und ich bin der Meinung, wirklich, wenn da was dran gemacht wird, ich bin der Meinung, dieses Spiel hat mehr Potenzial als Minecraft. Mehr. Es sind ja momentan spielt, ich bekomme diese Games immer gar nicht mit. Ich frage mich, wo die Leute, die größeren Let's Player sowas immer mitbekommen. Ich gucke ja schon auf Steam immer alles an und so, aber sowas kriege ich immer nie mit, wenn sowas rauskommt. Ich weiß auch nicht warum. Bin ich zu selten auf Steam? Bin ich zu veraltet irgendwie? Ich glaube, ich muss mal ein bisschen mehr. Ich bin momentan ja sowieso ein bisschen mehr dabei, mich zu kommunizieren. Klingt irgendwie wie so damals UdSSR oder so. Ich versuche momentan mich in der Kommunikation ein wenig zu verbessern, indem ich einfach öfters auf anderen Channel rumgurke und einfach mal ein bisschen kommentiere und so und all das. Ich habe mitbekommen, dass viele mich auch durch die Kommentare dass viele durch die Kommentare auch auf meinen Channel aufmerksam geworden sind und deswegen da momentan ein sehr großer Zuwachs ist. Es ist nicht schlecht. Voraussichtlich mache ich es aber eigentlich deswegen, weil ich gerade so diese ganzen Spiele, ich habe irgendwie das Gefühl, ich verpasse gerade solche Spiele, die, wenn die rauskommen, verpasse ich das. Und so sieht das hier irgendwie viel besser aus, habe ich so das Gefühl. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich verpasse diese ganzen neuen Spiele, die rauskommen. Ich verpasse alles, was rauskommt, was da passiert. Und deswegen dachte ich mir, ja, genau. Deswegen dachte ich mir, ich setze das mal falsch hin. Ich muss einfach mal ein bisschen mehr aktiv werden, was so das angeht und mich mal ein bisschen mehr umlesen. Und ich glaube, ich werde auch auf Steam mal ein bisschen aktiver und suche mir vielleicht noch mal ein paar andere Plattformen, wo man sowas schnell mitbekommt. Und da ist das Holz alle. Ja. Puste. Ich frage mich, Puste. Ich frage mich sowieso, jetzt mal ganz ehrlich, mit der Leiter ging ja an der Stelle dann auch nicht, dann habe ich mir einfach gedacht, ich setze die Leiter einfach mal so hin hier. Ich frage mich ganz ehrlich, es wird ja immer so ein, ich hatte letztes Mal das Thema angesprochen mit den, ja, Brüste aufs Thumbnail packen und dann kriegst du hier 5000 Klicks und so. Ich frage mich ganz ehrlich, was der Sinn von, ja, hier komme ich nicht hoch, was der Sinn davon ist, mit diesen, naja, oh mein Gott, du hast ja Brüste und es ist eklig und muss Jugendschutz und bla 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 und auch dieses FKK so, oh mein Gott, das kannst du doch nicht machen und so. Weil jetzt, wenn man das ganz ehrlich sieht, ist das einfach nur ein Körperteil wie deine Hand. Das ist nichts anderes als einfach deine Hand oder so. Das ist einfach nur ein Körperteil. Und wenn ich jetzt mal das ausspinnen müsste, den Gedanken, dann ist es wahrscheinlich nur so gekommen zu diesem, das ist ein wichtiges Körperteil, weil früher irgendwann die Menschen angefangen haben, ist eine sehr empfindliche Körperstelle, weil früher die Menschen angefangen haben, dann sich einzukleiden, da an der Stelle, damit natürlich es nicht kalt wird oder so im Winter oder so,
Nee, habe ich gerade überlegt, dass es viel geiler aussehen würde, wenn ich jetzt der Blanken mache und das an der Stelle dann nur Holz wäre, sodass man den Stein sozusagen abschottet, wie man das normalerweise wirklich macht. Das sieht schon irgendwie cool aus, so ein bisschen sich Gedanken dahinter gemacht, so irgendwie. Ja, und da, irgendwann ist halt dieses Ding entstanden, ja cool, ich muss sie abdecken, das muss ich abdecken, dieses Körperteil, weil es halt sehr empfindlich ist und es wird schnell kalt. Und dann irgendwann habe ich so das Gefühl, es ist dann einfach so dieses, oh, es ist ein abgedecktes Körperteil, es ist wichtig. Wenn ich es öffentlich zeige, dann ist das schlecht. Und ich glaube, das war so die Entwicklung so irgendwie im Kopf des Menschen, warum er sagt, okay, ist verboten, sich so öffentlich zu zeigen. Was an sich total schwachsinnig ist. Stell dir mal vor, das wäre nicht so gekommen, es wäre nicht so, dann wäre es heute ganz normal, heutzutage wäre es einfach ganz normal, wenn Frauen oberkörperfrei rumlaufen durch die Gegend. Das würde keinen interessieren und das wäre vollkommen, ja, langweilig. So verdreht sind wir. Und heute, wenn du es hier heute in der heutigen Gesellschaft machen würdest, als Frau, dann würde kommen, oh mein Gott. Geschweige, dass die Frau sich jetzt gar nicht trauen würde, weil es halt einfach so, ja, ist irgendwie ein seltsames Thema. Wenn man so mal genauso drüber nachdenkt, aber könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was haltet ihr davon? Wie seht ihr das? Findet ihr das, ja, gut, sinnlos ist jetzt eine andere, es ist, ja.